Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Scum und natürlich wie immer bei mir auf dem Server 7 Tage Gaming. Und ich stehe hier noch im Schneebiom. Da oben ist mein am Felsen, da ist mein Fahrzeug. Und wo es heute hingeht, das werde ich euch jetzt zeigen. Die Fabrik. Es ist vielleicht ein Loot-Paradies, die Fabrik, oder ein Todesparadies. Man weiß es nicht. Bei uns auf dem Server ist es so, die Mechs sind abgeschalten. Der Loot ist etwas über Standard, also nicht zu viel, denn wenn keine Mechs rumrennen, wäre es ja, nicht gerade sinnvoll, hier den Loot-Einstellungen hochzudrehen. Also es gibt ein bisschen mehr Loot als Standard. Und das hier ist die Fabrik. Das wird heute unser erstes Ziel. Und ich zeige euch auf der Map, wo diese Fabrik ist. Diese Fabrik ist im Sektor B1, da wo diese Drohne jetzt ist. Denn ich bin gerade in der Drohne und zeige euch die Fabrik. Neben dem Airfield in B2, B1. Das ist die Fabrik. So sieht sie aus. Und hier werden wir heute zum Looten gehen. Es gibt einen kleinen Militärbereich hier in dem großen Gebäude mit dem Schornstein und daneben ein paar kleine Gebäude, Garagen gibt es auch. Und ja, wir werden mal sehen, was wir heute hier finden. Also, heute geht es in die Fabrik. So, ihr habt es gesehen, es geht heute in die Fabrik. Die liegt hier unterhalb von mir. Wenn man jetzt hier über meinen Kopf schaut, wo das Nachtsichtgerät ist, da vorne ist die B2-Stadt. Dann müsste hier ungefähr hier das Airfield sein. Und ein bisschen Stück dahinter ist dann die Fabrik. Und da gehen wir heute rein. Mal schauen, was wir alles erleben. Ich weiß es nicht, ob wir sterben, ob wir viel Loot finden. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Und dann werden wir schon sehen. So Leute, wir sind angekommen. Wir stehen vor der Fabrik. Es gibt natürlich zwei Optionen jetzt. Wir sind im Update 0.95 im Horde-Update. Bei uns auf dem Server ist die Horde standardmäßig eingestellt. An den Einstellungen wurde nichts verändert. Das heißt, sie spawnen ziemlich schnell nach und sie werden vor allem in POIs sehr, sehr schnell getriggert. Und diese Fabrik ist ein POI, ein Point of Interest. Und deswegen gibt es jetzt diese zwei Optionen. Ich fahre also mit dem Fahrzeug rein, mache Lärm und habe die volle Action ausgerüstet. Danach wäre ich. Aber die zweite Option und die bevorzuge ich. Ich schleiche mich rein, ich bleibe leise und versuche einen nach dem anderen der Puppets wegzumachen. Und wenn ich Glück habe, löse ich keine Horde aus. Wenn ich eine Horde auslöse, dann bin ich dafür gut bewaffnet. Ich zeige es euch mal, was ich habe. Ich habe jetzt eine RPK und ein Trommelmagazin dazu. Ich habe eine HSSF-19, meine Lieblingspistole mit 19 Schuss und natürlich den Compound-Bogen. Mit dem werde ich immer arbeiten, mit dem Compound-Bogen. Und dann natürlich mit der Pistole. Und wenn dann nichts mehr hilft, kommt die RPK zum Einsatz. Hat natürlich alles einen Schalli. Auch die Pistole hat einen Schalli. Und das funktioniert dann schon. Aber ich glaube, ich muss mich als allererstes mal
ausziehen, weil ich komme vom Schneebiom. Dann nehmen wir mal die Maske weg. Was kann man denn noch wegnehmen? Die Handschuhe nehmen wir weg. Und dann nehmen wir hier die zweite Hose weg. Und die Socken nehmen wir noch weg. Und ich glaube, das sollte jetzt soweit reichen. Das T-Shirt kann man noch ausziehen. Das sollte eigentlich soweit jetzt reichen. Vielleicht noch die Jacke. Doch, die ziehen wir auch noch aus. Die ist sowieso leer. Und das tun wir jetzt derweil einmal hier mit rein. Das kann ich dann im Schneebiom wieder anziehen. Dann friere ich da nicht so. So, und diese Sachen kommen hier rein ins Fahrzeug. Dann haben mich einige Spieler gefragt, wie ich überhaupt spiele. Es kann ich ganz klar sagen, wenn man hier meine Ausrüstung anschaut, zum Beispiel, und wir schauen jetzt hier in die Hose rein. Also ich gehe niemals zum Looten ohne Verbände. Die Gier kann einen sehr, sehr schnell töten, wenn man jetzt sagt, erstens mal, es sind 2,5 Kilo, was die Hose tragen kann. Das ist also nicht viel, da tut man drei, vier Stacks Munition rein und dann ist es schon fast vorbei hier. Diese Stacks sind 0,5 Kilo. Das wären also vier Stück, wären schon 2 Kilo, 5 wären 2,5 und dann wäre Ende. Und bei mir in der Hose sind immer Verbände. Dann, was ich immer habe, und wenn ich keine finde, so eine kurze Hose, dann kaufe ich sie mir beim Händler. Ich habe immer so eine kurze Hose an und da ist immer eine Packung Antibiotika drin. Die habe ich jetzt schon sehr, sehr lange. Die, glaube ich, ist noch von meinem Starterpaket. 99,3% hat sie, also die haben sie ja geändert. Die Haltbarkeit von diesen Tabletten sind sehr, sehr, sehr lange. Und ich habe die natürlich auch auf der Schnellwahltaste. Das Messer gerade sehe ich, sollte dahin. Ich habe das Buschmann-Messer habe ich nicht mehr. Und in der kurzen Hose habe ich immer dann meine Bankkarte und ich habe immer ein bisschen Geld drin. Ja, das ist also für mich wichtig. Wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich rausgehe, ich muss oder ich soll, ich habe diese Verbände immer in meiner Hose. Es sind 9 Verbände und da kann man verwundert werden. Ich sehe sehr, sehr oft Spieler, die keinen einzigen Verband dabei haben, in Bedrängnis kommen und dann selber schuld sind, wenn sie eben sterben. Was habe ich noch dabei? Wenn es geht, natürlich habe ich immer Nähset dabei. Das habe ich immer dabei. Und sobald ich irgendwas finde zum Craften, crafte ich mir ein Nähset. So. Und so gehe ich rein. Denn wenn man mit den Puppets kämpft, werden die Sachen natürlich gehen auch langsam kaputt. Und dann repariere ich sie gleich immer mit dem Nähset. So, aber jetzt gehen wir mal rein. Ich gehe also rein. Ich nähe mich dem Tor. Ich weiß in der Fabrik, das ist ein POI, das sind Puppets drin. Das weiß ich. Da fahre ich also nicht mit meiner Spielweise, fahre ich nicht vor ein Tor, öffne es und fahre mit dem Auto rein. Das wäre also für mich keine Spielweise, weil dann ist Action angesagt und wenn es dumm läuft, sterbe ich und das muss nicht sein. Deswegen geht man langsam, man geht nicht so. Das ist Laufen, das ist normal gehen. Man geht so. Und dann ist man fast ganz leise. Und wenn man so langsam geht, reagieren die Puppets auch nicht so schnell. Sie reagieren aber nicht so schnell. Naja, dann gehen wir mal rein. Da vorne steht schon ein Puppet. So, was mache ich denn jetzt? Ich schleiche mich jetzt da nicht rum und da rein, dass ich es looten kann. Ich weiß, es sind Puppets. Ich weiß, jeder Puppet kann eine Horde auslösen. Also mache ich den als allererstes weg. Ja. So, und dann lassen wir ihn vielleicht noch zu uns herlaufen. Da müssen wir nicht so weit reinlaufen. Ne? Und dann schießen wir ihn ab. So, der erste Puppet ist weg. Und wir können in Ruhe weiter looten. So, und dann schauen wir uns erstmal um. Wir rennen nicht blind rein und fangen an einfach zum Looten oder holen jetzt das Fahrzeug und fahren da rein. Das wäre ja im schlimmsten Fall tödlich. So, was mich hinzieht, ist diese große Halle mit den Schornsteinen
und hier diese kleine Halle. Aber hinter diesem Gebäude sind sehr, sehr viele Garagen, das weiß ich. Und da möchte ich als allererstes einmal reinschauen. Und wenn ihr sicher spielen wollt, wenn ihr nicht gleich sterben wollt, spielt langsam. In dem 0.95 Horde Update ist es eben so, dass wenn eine Horde spawnt, dass es sehr, sehr schnell gefährlich wird. Und da müssen sich halt einige Spieler jetzt ein bisschen umstellen. Ich kann noch voll machen. Jetzt ist der Stapel voll. Warum gehe ich in die Garage rein? Das bringt mir nicht viel. Nur um zu schauen, ob ich vielleicht den einen oder anderen Schraubendreher finde. Wie gesagt, unsere Loot-Einstellungen hier am Server sind etwas über Standard. Also wir haben nicht zweifach Loot, dreifach, vierfach, fünffach. Das wäre auch auf einem PvE-Server ohne Mechs, wäre also ein erhöhter Loot einfach nur Blödsinn. Denn dann dauert es vielleicht einen halben Tag und die Spieler sind komplett ausgerüstet und das war's. Nee, bei uns muss man schon ein bisschen suchen. Und deshalb gehe ich gerne hier in solche Garagen rein, in der Hoffnung, den einen oder anderen Schraubendreher eben zu finden. Vor allem die gelben, ne? Weil ein Gelber kann bis zu 40 Mal benutzt werden, wenn man einen guten Gelben erwischt. So, und ich gehe halt immer schön langsam. Ich meine, ich sehe jetzt hier kein Puppet, aber es kann... Im Horde-Update 0.95 ist es so, dass die Puppets im Umkreis von einem Spieler spawnen. Und es kann willkürlich sein. Es kann jetzt sein, dass ich hier 10 Minuten rumlaufe und es spawnt kein einziger. Es kann aber sein, dass ich hier gerade reingehe und dann... Oh, den nehmen wir mit. Und dann eben diese drei spawnen. Und es spawnen... Soweit ich das jetzt gesehen habe, den nehmen wir auch mit, immer drei pro Spieler spawnen einfach so drei Puppets. Und das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, also drei Puppets spawnen um mich. Ja? Und die werden auch dann irgendwann, da vorne ist wieder einer, ich sehe ihn, ich gehe nicht weiter und loot weiter, weil der könnte mir Probleme machen. Und deswegen... Oh. Jetzt ist er draußen. Gehe ich dem aber nach und ich hole mir den. Das könnte nämlich einer von den drei sein, die um meinen Spieler gespawnt sind. Und der könnte auch Alarm auslösen. So, den machen wir jetzt einmal weg. Jetzt hat er uns gesehen. So. Selbst das, was ich hier mache, kann schon gefährlich sein, dass ich sage, okay, ich lasse den auf mich zurennen, da muss ich nicht so weit weglaufen. Kann natürlich sein, dass wenn er auf mich zuläuft, dass er dann auch den Hordenschrei auslöst. Und dann habe ich die Horde am Hals. So. Wir gehen wieder langsam durch. Wir schauen links und rechts, ob vielleicht, oder wir hören auch, ob wir einen Puppet hören. Und dann können wir weiter looten. Irgendwas habe ich jetzt gehört, hinter mir. So, jetzt haben wir hier eine Angelschnur, die nehme ich mit. Könnte ich, glaube, da ist zu wenig drin. Schauen wir mal, Handwerk. Oh, ich könnte sogar eins machen. Machen wir. Also sobald ich das hier finde, mache ich mir sofort wieder ein improvisiertes Nähset. Das brauche ich genauso, wie ich jetzt am Anfang gesagt habe. Leute, habt immer Verbände dabei und habt immer Antibiotika dabei. So, das tun wir da rein. Und jetzt haben wir, hier sind nur noch 4 drin, da sind 15, da sind 15. Sind wir schon wieder gut bestückt? Habe ich eigentlich, Nadel habe ich noch eine. Ja, Benzinkanister brauche ich keine mehr, habe ich.
haben wir denn hier? Hager Door Backleft. Ah, die könnte ich, ja, aber ich muss unbedingt mein Fahrzeug wieder zerlegen. Denn die Bauteile jetzt mitzunehmen, wäre einfach zu viel. Die brauchen sehr, sehr viel Platz. Eine Angelrute, die habe ich noch nicht. Kriege ich die da rein? Wie viel Platz braucht die denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, da hängt es wahrscheinlich an der Nadel. Nimm mal die Nadel darüber. Eine Angel nehme ich mit. Passt immer noch nicht rein. Tun wir das mal dahin. Jetzt passt sie rein. Angel nehmen wir mit. Habe ich noch keine. Und ich laufe weiterhin. Warte mal, ich nehme meinen Bogen wieder in die Hand. Werkzeugkoffer. Kann man brauchen. Ich laufe weiterhin ruhig und leise. So. Holzen ohne Ende. Brauchen wir nicht so viel. So, eine Garage haben wir noch. Holzen, ja. Wenn sie nur Geld bringen würden beim Verkauf, dann könnte man sie ja immer mitnehmen. Aber meine Base steht ja soweit, die hat man im letzten Video gesehen. Mehr brauche ich nicht, also brauche ich auch nicht so viel Bolzen. Ja, Wahnsinn, was hier Bolzen liegen. So. Wenn wir rausgehen, die Garagen sind durch, dann schauen wir uns um. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller. Es ist ziemlich ruhig im Moment hier. Und schauen wir mal hier rein. Hier ist sogar Militärloot. Was liegt denn hier für eine Jacke? Truckerjacke. Die nehmen wir mit, die bringt Kohle. 93%, das ist sogar sehr gut. Nägel können wir noch stacken. Ja. Geht noch. So. Was haben wir denn hier? Brauchen wir nicht. So, hier gibt es sogar schon den ersten Militärloot, die grünen Kisten. Ja, aber die Nägel können wir noch stacken. Die nehmen wir noch mit. So, was haben wir denn hier? M9 Taschenlampe, sehr schön. Was haben wir hier? 45er. Scholli, nehmen wir mit. Hat sich ja schon rentiert, dass wir hier rein sind. So, das Zeug brauche ich nicht. Munition crafte ich nicht selber, die kaufe ich. So. Vorne ist einer, den lassen wir nicht stehen. Den holen wir uns. Den lassen wir auch herlaufen wieder. In der Hoffnung, dass er nicht schreit. Da müssen wir nämlich nicht nach hinten laufen. So. Sammeln wir wieder ein. Wenn ich jetzt sehe, mein Rucksack ist schon fast voll. Mit den unteren Taschen rechne ich nicht, dass ich Loot mitnehme. Das sind Taschen, einmal für meine Medizin, einmal für meine Munition, hier für meine Munition, hier der Köcher für die Pfeile. Die einzige Sache, in der ich Loot aufnehme, ist eben nur mein Rucksack und der ist ziemlich voll. Ich möchte aber noch in die große Halle, also gehen wir mal kurz ein bisschen schneller, denn hier müsste, oh, den sollte ich eigentlich noch looten, also durchsuchen. Damit er ein bisschen länger liegen bleibt und nicht gleich nachspawnt. So. Und dann gehe ich nämlich jetzt zu meinem Auto und entleere erstmal meinen Rucksack. So ist meine Spielweise. Ich nehme mir die Zeit beim Looten. Ich fahre natürlich nicht rein mit dem Auto. Ich mache keinen Lärm und so weiter.
Und bis jetzt lief ja alles ganz gut. So, dann gehen wir raus zu unserem Fahrzeug, machen uns schnell leer. Und dann können wir wieder rein, dann gehe ich nämlich in die große Halle mit einem leeren Rucksack und muss in der Halle nicht anfangen, irgendwas zu sortieren. So, und rauszuschmeißen. So, in meiner dritten Kiste habe ich eben Benzin und diese Werkzeugkisten. Die tun wir da rein. So, und der Rest ist zum Verkauf. Die Angelrute, die möchte ich noch behalten. Die kommt in meine persönliche Kiste rein. Zack. Ja, man sieht es hier, ich habe schon Ampullen. Ich war also auch schon in den verlassenen Bunkern drin. So. Und das hier ist mein Verkaufszeug. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Die Muni wird verkauft. Das brauchen wir nicht. So, das kommt in die persönliche Kiste rein. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Das hebe ich mir auf. Das Nähset. Machen wir eins rein. So, zwei Schraubendreher. Hier brauchen wir keine Schraubendreher. Den Verband können wir noch reintun. Und die Nadel tun wir wieder runter. So, Rucksack ist soweit leer. Ich mache ihn nicht ganz leer. Ich habe immer mein Essen habe ich immer im Rucksack. Ich habe immer was zu trinken im Rucksack. Hier ist mein Hauptessen. Und wenn es leer ist dann und ich bin beim Händler, dann kaufe ich es auch wieder. Leute, gebt in dem Spiel euer Geld aus. Ihr müsst keine Millionäre werden in Scum. Gebt euer Geld aus für Sachen, die wichtig sind. Da vorne ist jetzt wieder einer gespawnt. Und den machen wir natürlich weg. Also ich bin jetzt nicht blind in die Halle reingelaufen. So, lass mal wieder zu uns kommen. Da müssen wir nicht so weit hinterlaufen. So. Ganz easy, ganz einfach. Ich habe jetzt drei geschossen. Einen hat sie verschluckt. Den holen wir jetzt raus. Und da ist er. So. Und dann schauen wir uns um. Und so könnt ihr in aller Ruhe, langsam, leise, mit Geduld, könnt ihr hier auch in der Fabrik wunderbar looten. Vielleicht gehen wir, mich zieht es hier in die große Halle. Da sind doch ein bisschen mehr Lootkisten. Und immer hören, ob ihr eben irgendwo ein Puppet hört. Wenn ihr einen hört, sucht ihn und macht dann weg. Denn es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier ein Puppet hören würde und gehe trotzdem zum Looten. Dann bin ich selber schuld, wenn er mal in den Rücken fällt oder wenn er sogar eine Horde auslöst. Da bin ich dann selber schuld. Den mache ich weg und fertig ist. So, jetzt laufen wir hier. Und dann gehen wir mal hier rein. Und eben mit dem langsamen Schritt. Der ist nämlich unten, ihr seht ja links unten mein Männchen. Und dann seht ihr oben das Herz mit 100%. Dann 100% die Ausdauer, 100% Essen und 55% Trinken. Und oben seht ihr da noch ein Auge und einen Lautsprecher. Und wenn ich so langsam gehe, sieht man leicht, eine blaue Kennzeichnung. Die machen wir jetzt weg. Ich höre nämlich schon im Hintergrund den nächsten. Hier. Draußen. Ich glaube, der ist draußen. Da ist er. Den machen wir auch weg. So, und den holen wir uns natürlich. Und drinnen ist auch noch einer. Also lasst dann das, unterbrecht euer Loot-Verhalten und kümmert euch erst um die Puppets. Das ist wichtig. Wir sind im Horde-Update. Und wenn ihr das nicht macht, dann löst einer von diesen Puppets, löst die Horde aus und dann wird es halt eng. So, und jetzt, wenn ich so normal gehe, wie eigentlich jeder geht, seht ihr bei dem Lautsprechersymbol an meinem Männchen links unten diesen kleinen blauen Balken. Und wenn ich langsam gehe, verschwindet der um die Hälfte. Also ich bin noch leiser.
Es ist ganz, ganz wichtig, da vorne ist er. Ich gehe gar nicht rein. Ich hol mir den noch. So. Dann haben wir den auch erledigt. Der hatte zwei. Wir durchsuchen ihn. Alle Puppets, die durchsucht sind, werden ausgezogen und bleiben normalerweise etwas länger liegen. So. Ich gehe wieder ganz langsam. Ich hole mir erst meine Pfeile. Ich fange jetzt nicht das Looten an. Ich hole meine Pfeile, weil mit den Pfeilen schieße ich. Die sind wichtig. Die brauche ich zum Schießen, falls es eng werden sollte. Und deswegen hole ich mir erst die Pfeile und dann kommt der Loot. Der Loot ist immer an letzter Stelle. Ich fahre zwar her zum Looten, aber ich möchte auch überleben. Und deswegen ist wichtig, dass ich immer schussbereit bin. Und Bolzen brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und deswegen schaut, dass ihr immer gut munitioniert seid. Schaut, dass ihr genügend Pfeile habt. Wenn jetzt die Pfeile aus, oder ich hätte jetzt weniger Pfeile, ich würde jetzt an einen Busch gehen, das Looten unterbrechen und würde mir erst Pfeile machen. Weil das ist viel, viel wichtiger. Da ist noch einer, ich höre ihn. Außen ist noch einer. Da schauen wir jetzt gleich mal raus. Ich gehe noch in die Knie und wenn ich in die Knie gehe, bin ich noch leiser. Also der ist hier irgendwo. Ich glaube, der ist geradeaus. Kann ich den schon sehen? Oh. Glaube, der ist in die Wand reingepackt. Der hängt in der Wand drin. Okay. Dann sind wir einfach leise und warten, dass er sich wieder beruhigt und vergessen ihn aber nicht, denn er kann jederzeit rauskommen. Ich glaube, der hängt. Was haben wir hier? Solche Sachen nehme ich nicht mit. Die brauchen zu viel Platz. Und für den Platz, was sie brauchen, bringen sie einfach zu wenig. So, jetzt hat er sich wieder beruhigt, der Bursche. Und der packt also in der Wand fest. Aber wir vergessen ihn nicht. Wir rechnen mit jedem Moment damit, dass er vielleicht doch noch raus kann. Und dann kann er uns auch in den Rücken fallen. Ah, jetzt haben wir wieder ein Buschmannmesser. Das zum Beispiel verkaufe ich nicht, das hebe ich auf. Weil ich habe immer ein Messer in meinem Schuh. So, der Puppet hat sich beruhigt. Wir können wieder normal weiter looten, aber wir vergessen ihn nicht. Goldflasche nehmen wir auch mit, können wir auch brauchen. Was haben wir denn hier? Großes Weihnachtsgeschenk, Leute. Ja, ist denn schon Weihnachten? Ist doch schon vorbei. Schauen wir mal rein. Was ist denn drin? Weihnachtsgeschenk auspacken. Zack, was waren? Zwei Magazine, SVD-Magazin, Munition, SVD-Schalldämpfer. Wo ist die Waffe? Schade, die Waffe ist nicht dabei. Aber wir haben sogar ein Weihnachtsgeschenk gefunden. Sehr schön. So. Und wenn wir mal beim Looten. Candy Bob nehmen wir gerne. Die nehmen wir auch. Die bringt Kohle und nimmt nur einen Itemplatz ein. Also wenn wir mal ein oder zwei von diesen Kisten hier vergisst zum Durchsuchen, ist alles nicht so schlimm. Des Öfteren schreibt mir auch unter meine Videos, du hast da nicht nachgeschaut und da nicht nachgeschaut. Ich schaue nicht überall nach. Ich schaue da nach, wo es mir gerade gefällt, wo es mir gerade passt. Und ich schaue nicht auf Biegen und Brechen alles durch. Der Baseballschläger bringt aber Kohle. Bringen wir den da rein. Ja. Den nehmen wir mit. Und ich loote immer so, dass es passt.
Was? Oh, da ist noch ein Weihnachtsgeschenk. Leute, ihr müsst in die Fabrik rein. Großes Weihnachtsgeschenk. Großes Weihnachtsgeschenk. Wo ist denn das? Es ist da drin. Nee, das, jetzt ist es weg. Ah, da hinten ist es. Da liegt es hinter der Kiste. Da seht ihr es. Da liegt das Weihnachtsgeschenk. Okay. Großes Weihnachtsgeschenk. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Leute, seht ihr das? Meine Lieblingswaffe. Eine RPK. Zwei RPK Trommelmagazine. Und drei Päckchen Munition. Die RPK mit, hat die schon ein Magazin drauf? Nee, noch nicht. Gut, die nehmen wir mit. Ihr seht, ich bin fast voll. Und ich bin richtig happy. Ich habe zwei Weihnachtsgeschenke hier in dieser Halle gefunden. Wahnsinn. Ich muss da echt öfter mal auf die Tab-Taste klicken. Nee. Ich trinke nur Wasser. Und ihr habt ja gesehen, wie die Geschenke, die liegen da einfach rum. Es waren jetzt in der Halle zwei Weihnachtsgeschenke. Ich denke mal, hier wird keins mehr rumliegen. Aber wir haben es bekommen als Weihnachtsgeschenk. Und gleich zweimal. Und mit meiner Lieblingswaffe. Perfekt. Die können wir noch mitnehmen. So, jetzt bin ich schon voll. Das reicht auch. So, ich schaue jetzt hier mal. Jetzt ist bei mir. Außen geht einer. Auch ein bisschen die kleine Gier ausgebrochen nach diesen Weihnachtsgeschenken. In der Hoffnung, dass hier vielleicht doch noch eins liegt. Und wir nochmal schön beschert werden. Nee. So, aber ich bin voll. Ich bin happy. Ich habe eine super, denn diese RPK zu kaufen kostet sehr viel Geld. Die Trommelmagazine und ein Päckchen Munition, vier sogar, kosten Geld. Die kostet, glaube ich, 1200. Und die RPK jetzt noch, brauche ich eigentlich nur noch ein Visier und einen Schalli kaufen. Und ich habe eine Ersatzwaffe, die ich kann ich dann ins Auto reintun. Falls ich mal sterbe, was liegt denn hier? Ach, das war ich. So, Rucksack ist voll, noch ein bisschen Platz wäre noch, hier wäre vielleicht noch ein bisschen, aber warum? Wir haben alles bekommen, sehr viel bekommen, zwei Weihnachtsgeschenke, wir hauen ab oder wir gehen zum Auto. So, da draußen haben wir ja gehört, da war noch einer. Da schauen wir jetzt einfach mal nach. Da unten geht er, sind sogar zwei. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Hier ist einer. Und da vorne ist einer. Es sind also zu zweit. Aber für mich ist, also man könnte jetzt da oben noch rauf, da oben könnte man noch rein. Diese große Halle könnte man rein. Aber ich habe zwei Geschenke. Ich habe ein bisschen Loot. Das reicht mir. Und die große Halle vielleicht noch. Ich gehe langsam wieder raus. Da oben geht noch ein Puppet. Oder ist es einer? Nee. So, wir haben... Da unten ist einer. Ich habe doch was gehört. Da ist einer. Der liegt bei uns auf dem Weg. Den machen wir natürlich weg, weil... Der könnte jetzt auch wieder eine Horde auslösen. Und das muss nicht sein. Wir haben erfolgreich gelootet. Wo ist denn mein Pfeil? Hat sie verschluckt. So. Und genau so. Halt, wo komme ich jetzt da wieder hoch? Ich glaube, da geht schon, oder? Ja. Und so leise, wie wir reingekommen sind... So leise gehen wir auch wieder raus. Also das hier ist die Fabrik. In dieser großen Halle gibt es noch mehrere Stockwerke. Ganz oben ist noch Militärloot. Dann haben wir hier diese zwei großen Hallen. Ich zeige es mal. Diese Halle hier, nicht diese nicht, aber da waren wir, glaube ich, waren wir da drin? Nee.
Und die da hinten, da kann man noch looten. Dann hat man natürlich noch diese große Halle hier, da kann man looten. Diese Gebäude kann man alle durchlooten. Aber für mich reicht's. Ich bin zufrieden. Ich habe das, was ich wollte. Ich habe ein bisschen Kohle verdient. Ich habe euch die Fabrik ein bisschen gezeigt. Wir haben zwei Weihnachtsgeschenke gefunden. Ich habe eine niegelnagelneue RPK bekommen mit zwei Trommelmagazinen. Die kosten ein Schweinegeld, vor allem wenn sie voll Munition sind. Da gehen 75 Schuss gehen rein. Das sind 2,5 Päckchen. Also das sind dann 2000, so knapp 3000 Scummies, die in einem Trommelmagazin sind. Und das ist sehr, sehr teuer, ne? Zwei zu füllen wären dann 6 oder 6 bis 7000 Scummies. Es ist schon ein bisschen was, das muss man erstmal reinbekommen. Aber was ich euch heute zeigen wollte, ist es einfach die Gier. Meistens ist es die Loot-Gier, die einem in Probleme bringt und vielleicht sogar tötet. Übertreibt es nicht mit Looten. Legt euren Fokus hier im Spiel gerade am Anfang, wenn man noch nicht viel hat, auf die kleinen Sachen. Legt Wert darauf, Antibiotika dabei zu haben. Legt Wert darauf, Verbände dabei zu haben. Die sind sehr, sehr wichtig. Schaut, dass ihr so schnell wie möglich einen Compoundbogen, der kostet beim Händler 1200 oder 1400 Scummies. Das ist mit einem Lootgang habe ich diesen Compoundbogen und der ist lautlos. Die Holzpfeile, ich kaufe mir keine anderen Pfeile später dann, wenn ich genügend Geld habe, kaufe ich mir vielleicht Carbonpfeile. Aber jetzt, ich habe in meinem Köcher nur stinknormale Holzpfeile, die kosten keinen Cent, wenn er die macht. Das sind nur noch 9, 12, 12 und 7. Also ich könnte jetzt das in Büsche 5 Stück noch machen und auf 12 aufwerten. Und das glaube ich, das machen wir sogar noch in dem Video. Haltet euren Köcher immer voll. Diesen Militärköcher mit den drei, den habe ich gefunden. In einem meiner letzten, was liegt denn jetzt hier? Ach, der Bogen, mein Bogen, den darf ich nicht vergessen. Also das Messer kommt da wieder rein. Und jetzt machen wir hier kleine Stücke. Ach, dann nehmen wir das Messer wieder. Ich darf meinen Bogen nicht vergessen. Aber ich mache schnell noch diese Pfeile. Vor allem, es ist nämlich jetzt auch gefährlich. Hat Handwerk unter Favoriten habe ich die Pfeile schon. Gehen wir schnell auf Autocraften, dann macht er die von alleine. So, und dann fülle ich gleich mal wieder meinen Köcher voll, weil ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Mal brauchen kann. So, 10, 12. So, 12, 12 und 12. Gut, Bogen in die Hand. Den dürfen wir nicht vergessen. So, und mein Köcher ist auch wieder voll. So, und jetzt laden wir aus. So, die RPK, das machen wir mal ins Persönliche. Die muss ich zu Hause erstmal herrichten. Alles für die RPK tun wir da rein. Auch die Muni. Ja, die Muni lassen wir da. Das ist schon mal safe. Da können wir das da oben wieder hinmachen. Und der Rest ist zum Verkaufen. Baseballschläger, das hier. Das, die SVD benutze ich nicht. Das kann weg. Die Waffe hier kann weg. Und den Rest, den lassen wir. Essen heben wir auf. Das tun wir mal ins Persönliche mit rein. Können wir dann irgendwann mal verspeisen, wenn es nicht gerade kaputt geht. Dieser Candy Bob, den esse ich sehr, sehr gerne hier im Spiel. So, und das kann auch. Und das Metall kann auch. Und das Messer auch. Das heben wir uns auf. So, wir sind fertig. Wir haben die Fabrik überlebt. Und ich würde sagen, weil wir schon da stehen, machen wir das nächste Video, machen wir übers Airfield. Danke fürs Zuschauen. Servus.